Der Teppich von Frank Schätzing, gelesen von Axel Milberg. Stark sitzt in der Küche und säbelt an einer Salami rum. Es sind 36 Grad im Schatten und er hat gerade seine Frau umgebracht. Ächzend stemmt er sich vom Küchentisch hoch und schlurft zum Fenster. Drüben auf der anderen Seite der Friesenstraße sind die Fenster blind vom reflektierenden Sonnenlicht. Stark blinzelt, während ihm der Schweiß in den Augen brennt. Ob einer was gesehen hat? Ach, Quatsch. Das Radio plärrt Nachrichten. Es heißt, die Ozonwerte lägen im roten Bereich. Vor Anstrengungen wird gewarnt. Stark grinst. Dreimal hat er mit der Gusseisernen draufgehauen, bis sich der Pfannenboden wölbte. Hätte er wohl warten sollen, bis es kühler wird. Aber was musste sie auch rumkeifen? Bloß wegen dem blöden Meerschweinchen. Er hat's kaputt gedrückt. Na und? Sie wusste doch genau, er will das Vieh nicht in der Küche haben. Widerlich. Lasch überall rum, kackt überall hin, Haare im Abendessen, hat sie ihr tausendmal gesagt. Zum Kotzen. Da hat Stark die Sache eben in die Hand genommen. Und die andere gleich mit. Wurde auch Zeit. Er holt den Schrubber und macht das Blut weg. Muss richtig rumrutschen darin. Na, entschuldigt. Sie kann jetzt schlecht ihr eigenes Gehirn vom Boden wischen, die Gute. Seine Hand stößt gegen das Meerschweinchen. Klein, pelzig, irgendwie schmierig. Stark kickt es weg. Der kleine Körper fliegt durch die offene Küchentür in den Flur. Er hat keine Zeit zu verlieren, muss die Leiche verschwinden lassen, schnell. Da liegt sie und glotzt die Decke an. Stark lässt ein Bier in sich hineinlaufen, noch eins, denkt nach. Wohin mit ihr? Am besten versenken, da wo der Rhein hübsch einsam ist. Steine an die Füße, ab zu den Fischen. Nein, besser noch seine Hanteln. Damit bleibt sie unten, wie ein Wrack. Gute Idee. Das heißt, halt. Er muss sie erstmal aus der Wohnung schaffen. Aber Stark ist ja nicht dumm, ihm wird schon was einfallen. Sicherheitshalber trinkt er noch ein Bier und schlägt sich plötzlich an die Stirn. Klar, wie einfach. Der Dielenteppich. Er hasst das Ding sowieso, hat elend viel Geld gekostet, aber sie musste ihn ja unbedingt haben, den Renommierlappen. Jetzt würde sie sogar drin eingewickelt werden. Welch ein Gedanke. Stark ist sehr zufrieden. Als er die Hanteln und die Stricke zu seinem Karawan bringt, ist die Friesenstraße beinahe menschenleer. Bei der Hitze sind die Leute faul. In Hochstimmung kehrt er in die Wohnung zurück, zerrt die Leiche auf den Teppich und rollt sie ein, stopft noch zwei kleine Kissen in die Öffnungen der Röhre, nur zur Sicherheit. Wie werden ihn die Leute bemitleiden? Armer Mann, der bei solchen Temperaturen einen dicken Teppich schleppen muss. Stark lacht leise in sich hinein und beginnt, die gut gefüllte Rolle raus ins Treppenhaus zu schleifen. Im nächsten Moment bemitleidet er sich selber. Das ist kaum zu schaffen. Stark macht seinem Namen für gewöhnlich alle Ehre. Aber die vereinte Last von Teppich und Passagier zwingt ihn bedenklich in die Knie. Es kann dauern. Es sei denn... Ha, ein neuer Gedanke, prachtvoll. Jemand muss ihm helfen. Irgendein netter Zeitgenosse, Sevenich am besten, wohnt gleich nebenan, der Hurensohn, den er schon lange im Verdacht hat, dass er ihr schöne Augen macht und sie begrapscht, wenn Stark aus dem Haus ist. Der soll sie mit ihm runtertragen. Ahnungsloser Schwachkopf. Was für ein Spaß. Stark schält und jammert Sevenich die Ohren voll. Sevenich ist wenig begeistert, aber Stark macht eine Menge Aufhebens wegen seiner Bandscheibe und den drei Etagen. Er bekommt seinen Willen. Gemeinsam wuchten sie die Teppichrolle über Stufen und Geländer nach unten und raus auf die Straße. Sevenich stöhnt, sagt, so ein schweres Biest hätte er sein Lebtag noch nicht getragen. Sein Atem geht keuchend, sein Gesicht glänzt wie eine Schwarte. Stark muss sich auf die Lippen beißen, um nicht lauthals loszulachen. Und plötzlich packt ihn der Übermut, als sie fast schon am Wagen sind, und er ruft, »Na, Teppich, hast du gehört? Der hat dich schweres Biest genannt.« »Ja.«
wimmert der Teppich. Dünn. Keifend. Hoch. Ihre Stimme. Stark bleibt stehen. Fühlt, wie etwas eiskalt an sein Herz greift. Aber sie ist doch tot. Er weiß, dass sie tot ist, so tot, wie nur irgendjemand sein kann. Er weiß es ganz genau. Stark! Winselt es aus dem Teppich. Stark beginnt unkontrolliert zu zittern. Kann die Rolle nicht mehr halten, taumelt entsetzt zurück. Der Teppich schlägt aufs Straßenpflaster, rollt sich blitzschnell auf, gibt ihren verkrümmten, toten Körper frei. Und Sevenich lässt ein würgendes Geräusch hören. Über ihren Bauch kriecht quälend langsam und zuckend ein Etwas, zerdrückt, aber noch lebend. Und es gibt dünne, spitze Schreie von sich. Jetzt klingen sie gar nicht mehr wie stark oder ja, einfach nur nach Schmerzen. Dünn, keifend, hoch. Das Meerschweinchen. Er hat es versehentlich mit eingerollt. Das eine Mal war stark, nicht stark genug.